Viele von euch wissen, dass ich ja leider dieses Jahr bei meiner Portugal-Reise mein Knieinnenband geschrottet habe. Und ich glaube, ich habe es auch BEMA zu verdanken, dass das so schnell wieder gut geworden ist. Ich hatte da in der Zeit eben eine Human-BEMA-Decke, auf der ich auch jeden Tag, ich glaube dreimal am Tag irgendwie drauf gesessen oder drauf gelegen habe. Und heute zu gewinnen, ich finde, ein toller Preis im Wert von 100 Euro auf all meinen drei Social-Media-Kanälen, also YouTube, Facebook und Instagram, auch unbedingt auf allen drei mit. Zur Verfügung gestellt von der Jeanette Mack, sehr nett, vielen Dank an dieser Stelle, kannst du gewinnen eben eine Woche kostenlose Nutzung von einem Gerät nach Wahl. Das heißt entweder die Veterinärlinie, wenn du sagst, du willst jetzt einem Pferd eine Woche lang was Gutes tun, oder eben die Humanlinie, die ich jetzt eben in Verwendung hatte. Und BEMA ist im Endeffekt eine Gefäß, ich sag's jetzt mal, Therapieform. Das heißt, dass insgesamt der ganze Stoffwechsel, die ganze Durchblutung, die Zellflüssigkeiten in Wallungen, in Bewegung kommen und dadurch einfach der ganze Organismus gestärkt wird. Ja, also einerseits zur Entgiftung, andererseits aber eben auch, wenn du, so wie ich, Rehabilitationspatient bist, ja, oder wenn du einfach für dein Immunsystem etwas Gutes tun kannst oder willst, ja, und eben Gleiches für dein Pferd, ja. Also wirklich eine tolle Sache, ganz vielfältiger Anwendungsbereich. Wir verlinken auch nochmal die Website von der Frau Mack, ja, da kannst du dir nochmal genau anschauen, was gibt es da alles und wofür kann man das alles verwenden. Ich finde, es ist ein tolles Produkt, ja, wirklich ein Medizinprodukt und deswegen mach unbedingt mit. Ich sage immer, Vorsorge ist besser als Nachsorge, deswegen eine Woche intensiv dieses Produkt zu nutzen, entweder als Mensch, also im Humanbereich oder eben für dein Pferd, ist sicherlich eine ganz, ganz tolle Sache. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück, mach auf allen drei Kanälen mit und vielen Dank an die Frau Mack nochmal und bis morgen.